Hey Jon, schön, dass du da bist. In diesem Video zeige ich dir, wie du einen kleinen Mini-Geldbeutel passend für Scheckkarten nähen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. An Material benötigst du nicht viel, du brauchst nur zwei Stücke Baumwollstoff mit den Maßen 11 x 19 cm. Und dann noch ein Druckknopfpaar in der Farbe deiner Wahl. Im ersten Schritt legst du die beiden Stoffstücke rechts auf rechts, also schöne Seite aufeinander. Dann nähst du drei der vier Kanten zusammen und die untere, die kurze Kante, lässt du offen. Nähen kannst du das Ganze entweder, wie ich, mit der Overlock-Maschine oder aber auch mit einer ganz normalen Nähmaschine mit einem Geradstich. Nach dem Zusammennähen geht es dann ans Wenden. Wenn du mit einer normalen Nähmaschine genäht hast, würde ich dir empfehlen, die Ecken ein wenig zurückzukürzen, da diese sich so schöner ausformen lassen. Ansonsten drehst du jetzt das Stoffstück durch diese untere offene Kante um und bügelst einmal drüber, sodass es schön glatt vor dir liegt. Danach klappst du den unteren Zentimeter, das ist hier als Nahtzugabe eingerechnet, nach innen um, so dass du außen eine schöne Kante hast. Steck dir das dann gut fest, so dass hier die Enden nicht rausrutschen. Denn jetzt wird das Portemonnaie gefaltet. Ich drehe das Ganze jetzt so um, dass die Klammern nach oben zeigen. Und außerdem muss jetzt entschieden werden, welches der Innen- und welches der Außenstoff sein soll. Klappe dann von unten einen Teil des Stoffs nach oben. Das wird das Portemonnaie an sich, also dort, wo die Karten reinkommen. Und der Rest, was nach oben wegsteht, das wird nachher der Verschluss. Hierzu kannst du jetzt einfach mal eine Geldkarte reinlegen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo diese Kante liegen sollte. Zur Orientierung hier einmal meine Version mit Maßband. Der obere Teil sind 4 cm und der untere 7. Wenn du dich hier also entschieden hast, dann wird das Ganze festgesteppt und zwar einmal komplett um den Geldbeutel herum. So wird auch die Wendeöffnung verschlossen. Und auch hier wird wieder mit einem normalen Geradstich genäht. Denk daran, dass der Garn sichtbar ist, falls du dir eine bestimmte Farbe aussuchen möchtest. Und dann fehlt nur noch der allerletzte Schritt, und zwar das Anbringen der Druckknöpfe. Mein Druckknopf-Starter-Set mit Zange und ganz vielen verschiedenfarbigen Druckknöpfen verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Zum Anbringen benötigst du die Zange und zusätzlich ein Druckknopfpaar, das besteht aus 4 Einzelteilen. Damit der Verschluss auch schön mittig sitzt, klappst du den Geldbeutel einmal in der Mitte zusammen, um so eben diese Mittellinie zu bestimmen, auf welcher gleich der Knopf angebracht wird. Dann musst du dir nur noch überlegen, auf welcher Höhe du das Ganze schön fändest und dann nimmst du dir einen spitzen Gegenstand, so eine Stechnadel ist bei mir im Druckknopfset dabei, und stichst an dieser Stelle ein Loch hinein. Dann steckst du von oben den einen Teil des Druckknopfs, also dass es wirklich aussieht wie ein Knopf, durch und steckst das Gegenstück von der anderen Seite dran. Und dann nimmst du die Zange zur Hand und drückst die beiden Teile fest zusammen. Und schon ist der erste Druckknopf fertig. Dann benötigen wir ja noch das Gegenstück. Um die Position zu bestimmen, drückst du den oberen Teil, also diese Lasche, stark nach unten und erhältst so einen Abdruck dort, wo das Gegenstück festgemacht werden muss. Beim Anbringen gehst du jetzt wieder genau gleich vor. Du stichst dir zuerst ein Loch durch und dann bringst du auch hier den Druckknopf an. Dieses Mal kommt diese runde Seite, also die oben außen liegt, kommt nach innen, so dass dieser Verschluss, der sich gleich verbindet mit der anderen Seite, auf der Außenseite liegt. Und so schnell ist dein Kartenetui dann auch schon fertig, durch die Wendemethode innen wie außen wunderschön. Das kleine Täschchen kann natürlich auch als Verpackung für Geldgeschenke genutzt werden. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Nachnähen und bis zum nächsten Mal.